alternative Proteine. Wie ernähren wir uns in Zukunft? Von veganen Fleischalternativen bis hin zur Nutzung von Technologien wie Präzisionsfermentation und Zellkultivierung zur Herstellung von Lebensmitteln. Darüber sprechen wir. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Maike und bin bei der Krones AG Lebensmitteltechnologin. Hallo, mein Name ist Katja, ich bin als Projektingenieurin beim Steinecker tätig. Hallo, und ich bin der Alex, bin auch beim Steinecker tätig und kümmere mich ums Engineering und Konzeptionierung der Anlagen. Sehr schön. Wir haben heute, beziehungsweise die letzten zwei Mal, haben wir euch mitgenommen, um euch einen groben Rundumschlag zu geben, was es an Proteinen aktuell gibt auf unseren Tellern. Dann hatten wir die pflanzlichen Proteine im Sinne von Haferdrinks letztes Mal vorbereitet und heute wollen wir tiefer einsteigen in das Thema der Fermentation. Und hierzu ein kleiner Film. Fermentation klingt zunächst nach Chemielabor. Was sich dahinter verbirgt, ist ein seit Jahrtausenden altes Verfahren, um Lebensmittel durch kontrollierte Gärung haltbar zu machen. Früher wurden auf diese Weise Vorräte für die Wintermonate angelegt. Bei diesem Prozess werden in Lebensmitteln enthaltene Zucker von Bakterien, Hefen und Pilzen verstoffwechselt. Das Ergebnis schmeckt feinsäuerlich und ist lange haltbar. Wir alle haben also garantiert schon etwas Fermentiertes gegessen oder getrunken. Kakao, Kaffee und Brot am Morgen oder auch ein Bierchen oder Wein zum Feierabend. Das war doch jetzt schon mal super interessant. Also traditionelle Fermentation. Wir haben auch ein paar Beispiele mitgebracht. Alex, kannst du vielleicht uns da durchführen? Genau, wenn wir über Fermentation sprechen, gibt es verschiedene Beispiele, die wir schon jahrelang in der Fermentation nutzen. Zum einen haben wir hier mal den Sauerteig. Sauerteig ist eine Mischfermentation von einem Teig mit Milchsäurebakterien und Hefen. Sorgt dafür, dass wir da kleine Bläschen in dem Teig bekommen. Und diese Bläschen machen uns am Ende beim Brot ein fluffiges Ergebnis. Eine andere Form von Milchsäurefermentation ist zum Beispiel Sauerkraut. Da wird Weißkohl mit Milchsäurebakterien eingelegt und diese Milchsäure sorgt dafür, dass der Weißkohl haltbar wird und eine lange Haltbarkeit hat. Und dann, was jedem auch bekannt ist in Fermentationsverfahren, ist natürlich die alkoholische Gärung. Hier am Beispiel von Bier oder auch von Wein, wo eine Hefe einen Zucker fermentiert zu Alkohol und dieser Alkohol macht das Getränk lange haltbar und stabil. Das heißt, durch die Fermentation können wir jetzt eine Bandbreite von Produkten neu gewinnen, die ja dann im Grunde sehr flexibel sind in ihrem Aussehen, Auftreten und auch in der Viskosität. Abhängig davon müssen wir auch natürlich den Mikroorganismus auswählen, den wir in unserem Prozess einsetzen wollen, als Kernstück so gesehen. Das kann auf der einen Seite jetzt ein Pilz sein, es kann aber auch ein Bakterium sein, wie jetzt zum Beispiel ein Milchsäurebakterium. Damit dieses Mikroorganismus halt gut arbeiten kann, brauchen wir bestimmte Rahmenbedingungen, um diesen Prozess in dreiteilige Nährstoffe, Umwandlung und die Ernte vom Ergebnis zu bekommen, haben wir diese Einstellparameter über die Temperatur einerseits, zum Beispiel aber auch durch die Zufuhr von Sauerstoff, ob wir einen aeroben oder anaeroben Prozess haben. Also eigentlich wird es durch die verfahrenstechnischen Eigenschaften gesteuert. Richtig, und wie du schon gesagt hast, haben wir erstmal diesen Upstream-Prozess. Das bedeutet, das Verfahren, in dem wir eine Nährlösung, einen Nährstoff herstellen. Beim Bier ist es der Brauprozess aus der Gerste, aus dem Gerstenmalz, mit dem wir eine Würze herstellen. In unserem Verfahren würden wir jetzt verschiedene Rohstoffe zusammenmischen in Pulverlöseanlagen, Kohlenhydrate, Proteine, Aminosäuren und die dann sterilisieren und einem Fermenter zuführen. In diesem Fermenter wird dann aus dem Substrat, aus den Nährstoffen, die Fermentation durchgeführt, entweder indem wir Biomasse erzeugen oder einen Stoff umwandeln, den wir am Ende gewinnen möchten, was auch bekannt ist aus der Biotechnologie bei der Insulinherstellung zum Beispiel oder der Labherstellung. Genau, mittlerweile beschäftigen sich da auch sehr viele Startups und junge Unternehmen mit. Es gibt sogar schon erste Zulassungen in den USA und Singapur zum Beispiel, weil vieles dieser Produkte, über die wir heute gesprochen haben, natürlich auch unter die Novel Food Regulatorik fällt. Das stimmt. Also ich meine, an der Stelle
Braucht man deswegen so viel Zeit und Beschäftigung mit der Thematik, weil man ja sicherstellen muss, dass dann auch am Ende der richtige Mikroorganismus im Prozess sich vermehrt. Also man möchte ja keinen Verderber mit reinbekommen, der dann am Ende ein ganz anderes Produkt generiert als das, was wir eigentlich als Resultat erwarten würden. Genau, und da profitieren wir im Prinzip aus unserem Know-how, was wir schon jetzt seit über 150 Jahren aus der Brauerei kennen, sowie aus den aseptischen Verfahrenstechnikprozessen, um eine sichere und stabile Fermentation herzustellen. Und wie das Ganze am Ende in einer industriellen Anlage ausschaut, das sehen wir dann in der nächsten Folge und da freuen wir uns drauf, wenn wir die gemeinsam anschauen können. Ba, 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 da, da.